Hallo und guten Abend bei Time to Do. Schön, dass Sie heute wieder bei uns sind. Mittwochs gibt es immer einen Haufen Aktuelles und immer tolle Gäste, mit denen wir ein bisschen plaudern können, was die machen, wenn sie nicht bei uns im Fernsehen sind. Deshalb herzlich willkommen, Anjali Friedli. Schön, dass du da bist. Letztes Mal vor 4 Wochen ungefähr war der Karim da. Heute bist du da. Schau mal, was es bei Matrix Live so alles Neues gibt. Und natürlich herzlich willkommen, unser Haus- und Hofastrologe Beat Kofmehl. Guten Abend, Norbert. Hallo, Anjali. Hallo. Letzten Mittwoch hatten wir einen Ausfall, der einfach sendungsbedingt war. Es waren so viele Sendungen noch vorbereitet und da mussten wir die einspielen. Ich weiß, die Zuschauer haben uns vermisst, aber deswegen sind wir heute wieder in versammelter Mannschaft da. Und fangen auch gleich mal an zu schauen, weil wenn ich jetzt schon letzte Woche nicht erfahren habe, was mir die Sterne sagen, dann will ich mal wissen, was sie jetzt sagen. Ja, sie sagen einiges und auch einiges eindeutig. Also grundsätzlich sieht die ganze Geschichte für die kommenden Tage mit Sicherheit positiv aus, weil die Sonne auch im Sextil zu deinem Uranus steht und das bedeutet immer sehr hohe Kreativitätskunst. Ja. Da kommen auch die ganzen Schöpfungs- und schöpferischen Elemente dazu, also viele positive Veränderungen sind angezeigt und vor allem plötzliche Natur. Mit dem Uranus ist nichts, das langsam kommt, sondern peng, da ist es. Und das ist natürlich mitunter auch mal interessant und cool soweit. Manchmal ist es besser, die eigene Individualität zu leben, als die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen mit diesem Aspekt. Also man kann sich da auch ein bisschen Freiheit und Freiraum erschaffen. Das kann natürlich unter Umständen auch ein bisschen Unannehmlichkeiten mit sich bringen. Aber letztendlich ist es ja so, dass du deine geistige und auch visuelle Vorstellungskraft stimulieren möchtest und deren dann auch eben einen Weg bieten. Mhm. Deswegen Uranus öffnet da Wege und wie gesagt, die kommen plötzlich auch von außen sowie auch von innen. Diesen Energien sollte man folgen, auch wenn es völlig unkonventionell wäre. Was auch ganz interessant ist, die ganze Kommunikationsgeschichte bei dir und die ganze Arbeit, kann man sagen, quillt förmlich über. Also es ist ja nicht so, dass das etwas Neues ist bei dir grundsätzlich, aber es hat mit Sicherheit massiv zugenommen und wird auch noch ein paar Tage dauern, aber ab Mitte nächste Woche ist es dann ein bisschen ruhiger, also ja, in dem Sinne angenehmer, sagen wir es mal so. Die Sonne steht auch günstig zu deinem Mars. Das bedeutet eigentlich, dass da auch sehr viele psychische und physische Kräfte kommen. Auch ein sehr starkes untermauertes Selbstvertrauen kommt da zutage. Das kann eben auch Erfolg bedeuten bei deinen Unternehmungen. Mit diesem Aspekt ist eben so verbunden, dass die Aktivität mit dem Körper von Vorteil wäre, weil nicht nur die Seele, sondern das physische, wieder mehr im Garten arbeiten. Zum Beispiel, weil das physische Prinzip einfach ein Ventil benötigt. Ja? Also da irgendwie nur vor dem Laptop zu sitzen oder so, das wäre kontraproduktiv. Das finde ich noch recht wichtig, rein energetisch gesehen. Auch das Weiterkommen mit der Zusammenarbeit im Kontext mit anderen Menschen sind daher auch sehr begünstigt. Da gibt es auch eine Befriedigung, weil du irgendwie in einer Form auch belohnt wirst. Das Selbstbewusstsein ist ausgeprägt und ich denke auch, dass man um gewisse Positionen manchmal auch kämpfen wird. Hier geht es einfach darum, dass man seine Wirksamkeit und seine Position bestätigt sieht und sich dort sehr stark engagiert, wo man das Gefühl hat, das ist auch die richtige Stoßrichtung. Mhm. Aber es ist natürlich sehr sinnvoll, weil die Sonne leider, also das heißt leider, immer noch am Himmel ist. Ja, zum Glück natürlich, aber in Opposition zum Saturn, das sind so die Gegenspieler, okay. Weil Sonne will scheinen, ja, beleuchten und here I am, ja, da bin ich und jetzt Vollgas. Und Saturn macht dann immer, wo kann ich da noch ein bisschen unterdrücken oder die Grenzen setzen, sagen wir es mal so. Also das heißt, da geht nicht immer alles sofort in die gewünschte Richtung. Dieser Aspekt ist nur kurz, aber was ich damit sagen will, es kann schon auch mal mitunter zu wenigen Einschränkungen kommen. Das ist vielleicht auch behördlicher Natur oder irgend von anderen Gesetzen. Was einfach bedeutet, dass man versucht ist, das Bedürfnis anzustreben, das innere Gleichgewicht mit den äußeren Verpflichtungen in Balance zu halten, mhm. und vielleicht auch mal irgendwo das Auge zuzudrücken und sagen, okay, dann lassen wir das so und dann gehe ich wieder in die meine Energie rein.
Was auch ganz interessant ist, Venus, Planet für Liebe und Harmonie, schenkt ebenso ein Trigon zur Sonne und zu deinem Pluto. Da werden also die Gefühle und das Harmoniebedürfnis bis zum Wochenende massiv intensiviert. Also auch deine Liebe zur Partnerin, kann man sagen, bekommt einen speziellen oder besonderen Ausdruck in einer Form. Da ist auch viel Magie und Zauber mit im Spiel, weil da auch die magnetischen Kräfte die richtigen Menschen anziehen lassen. Und das sollte dann auch entsprechende Vereinigungen geben. Auch die Psyche wird da stark durchlebt und ich glaube auch, dass festliche Erlebnisse auf dich warten, mit und durch Gruppenaktivitäten oder Anlässe in der Gesellschaft. Der Merkur macht einen Sextil zum Pluto, ist auch interessant, weil man sehr oft mit diesem Aspekt geheimnisvolle Themen aufdecken möchte. Also da wird auch recherchiert und nachgeforscht, untersucht und überprüft. Ich kann mir nicht vorstellen in den kommenden Tagen, dass gewisse Dinge einfach bei dir so vorbeihuschen werden, weil du schon siehst, okay, da sind zu viele Details, werde ich nachlässig, ist es kontraproduktiv. Also der Fokus auf die wichtigen Positionen setzen ist damit angezeigt. Das ist einfach eine Not oder eine gute Notwendigkeit, um die Details zu klären, um dich selbst somit zu begünstigen. Also am Freitag zumindest gibt es da sehr viel News grundsätzlich. Dann Samstag, Sonntag vielleicht noch. Die feinen Antennen der Intuition werden hochgefahren bei dir. Was bedeutet, du kommst vielleicht in ein Gefühl, wo man sagen kann, neue Sphären und die Mystik, ich möchte das ein bisschen anders und neu definieren und auch ausleben. Also vielleicht mehr mal Füße hoch, Literatur, Musik, gutes Ambiente, eine Tasse Tee, kein Stress, das wäre der perfekte Deal sozusagen, weil auch die Gefühle und das Familiäre und auch spezielle Freunde, gemeinsames Kochen zum Beispiel oder kulturelle Beiträge, Soziales, Philosophisches, alle diese Bereiche sind angesprochen. Die brauchen ja auch Zeit. Ich komme da gleich nochmal dazu, zum Wochenende. Das klingt wieder interessant, was du sagst, wir sehen was. Ja, und dann vielleicht noch ganz zum Schluss. Also da würde ich wirklich die feinen Antennen, damit meine ich, man ist sehr empfänglich, also intuitiv, aber auch in der Kommunikation oder rein auf der Gefühlsseinsebene. Was meine ich damit? Man muss ja nicht jedes Mal reden oder schwatzen den ganzen Tag. Einfach nebeneinander sein ist schon viel, viel wert. Ja. Wenn die Energien dann stimmen, da kann sehr viel passieren, auch auf der feinstofflichen Ebene zumindest auch. Am Montag, das ist so ein Überraschungstag für dich, das ist ja, ein überraschungsreicher und spezieller Tag. Und ich glaube einfach, dass viele Dinge, die bei dir jetzt im Mai angelaufen sind, und das waren ja zum Teil auch essentiell wichtige Sachen, die haben eine große Wirkung auf den September und November, also auf die Herbstsaison. Nach dem Urlaub bin ich auch wieder viel entspannter. Und da kann man dann das zweite Halbjahr richtig angehen. Und dann tun wir das ausdehnen bis im Februar hinaus, weil es stimmt eh alles nicht. Aber hört sich interessant an. Zum Samstag nochmal. Am Wochenende, die Zuschauer kennen meinen Faible für eine Nahrungsergänzung, die ich auch schon ein paar Mal vorgestellt habe, für Vima. Und Vima hat einen großen Event in Zürich, wo ich auch selbst meine Erfahrungen kundtun werde. Das heißt, ich spreche dort. Und es ist in Wallisellen im Doktorhaus, wer das kennt. Ich werde über aktuell noch die Daten veröffentlichen. Beginnt morgens, glaube ich, um 10 Uhr in Wallisellen im Doktorhaus am Samstag. Und dort werden neue Produkte vorgestellt, Ergebnisse vorgestellt. Und wie gesagt, ich trinke es. Warum trinke ich es? Weil ich fit bleiben will. Also, wenn Sie das wissen wollen, warum, Samstag, Wallisellen, Doktorhaus, 10 Uhr, der WIMA-Event. Er hat gerade gesagt, Geheimnisse lüften. Dann gucken wir mal, was gibt es bei Matrix Live denn für Geheimnisse? Was gibt's Neues? Was gibt es was Geheimnisvolles zu entdecken? Ja, es gibt immer was zu entdecken bei Matrix Live. Wir haben umstrukturiert. Ich gebe jetzt weniger Seminare, dafür packe ich die wichtigsten Tools, also alles, was man braucht im Leben, um sich zu verändern, in eine Ausbildung. Mhm. Und diese Ausbildung, die startet im Herbst. Eine in Zürich und eine in Bern. Das schauen wir uns gleich mal an. Mhm. Wir haben da die Webseite eingeblendet von Matrix Live.
Wenn Sie einen Internetzugang haben zu Hause, können Sie über www.matrix-live.ch auf diese Website kommen und da oben gehen wir auf das Thema Angebot und dann gucken wir uns mal an Matrix Live Integralausbildung. Das ist das, wo du gerade davon gesprochen hast, ne? Genau, das ist die Integralausbildung. Es gibt ja viele Dinge, die uns die Schule beibringt. Und ich komme ja auch von der Schule. Ich bin gelernte Kindergärtnerin, ich arbeite als Heilpädagogin. Ich habe auch mal eine Zeit an der Universität Erziehungswissenschaften studiert. Also ich kenne mich aus in dem Bereich. Ich weiß, man lernt wunderbare Dinge in der Schule, nur gewisse Dinge lernt man eben nicht. Und das ist der Umgang mit der inneren Welt, Umgang mit Stress, Umgang mit Angst, Prüfungsangst, Umgang mit sozialen Themen, wenn ich zum Beispiel im Turnen immer als Letzter gewählt werde von der Gruppe, was macht das mit mir, wie gehe ich mit diesem Stress um? Diese Themen nehmen wir mit. Genauso wie wir das Lesen und das Schreiben mitnehmen von der Schule, nehmen wir auch das mit ins Erwachsenenalter. Diese ganzen Erlebnisse, die wir da, die uns auch so prägen. Ja. Dieses zurückgesetzt sich fühlen oder nicht angenommen, nicht in die Gemeinschaft integriert. Das sind alles Wunden, die, ja, auch so eine Geschichte. Alle haben bessere Noten oder schaffe ich es nicht. Das sind so Themen und dann kommt auch noch die Liebe ins Spiel in der Pubertät. Wertigkeiten. Die Gruppendynamik. Genau. Und wie gehe ich mit diesem Ganzen um? Dafür ist die Ausbildung gedacht, weil manchmal hat man so Themen im Leben, ob jetzt das Beziehung oder Leistungsthemen, Ängste sind, wo man einfach merkt, ich komme nicht mehr weiter. Und dann lohnt es sich mal einfach, gewisse Dinge aufzulösen. Dieses Matrixen ist ja was, wo wir auch viel Resonanz von unseren Zuschauern hatten. Das heißt, eine Methode, die haben uns ja geschrieben, habe das gelernt und schon eine Woche später konnte ich das in meinem Leben verändern, jenes in meinem Leben verändern. Am Anfang war es ein Seminar und dann sollte es Folgeseminare geben, aber dann ist es immer schwierig. Und jetzt macht ihr das so wie in einer Etappenausbildung. Und Endziel ist, dass man dieses Matrixen, dieses sich selbst, wie soll ich sagen, sich selbst bestimmen, kann man fast sagen, dass ich das da erlernen kann. Warum habt ihr die Art gewählt? Muss man zwischendrin üben oder wo liegt der Grund? Ja, klar muss man üben. Es sind ja es ist eine Quantenheiler-Ausbildung in dem Sinn, nicht nur diese Zwei-Punkte-Technik, es gibt auch Meditationen, es gibt Verbindung mit dem Seelenführer, mit der inneren Führung. Wir gehen ins Thema Krafttiere, ins Thema Herzöffnung. Es ist eine ganzheitliche Ausbildung. Aber die Zwei-Punkte-Methode ist ein großer Teil davon. Und ich habe diesen Aufbau gewählt, dass wir zuerst ein Wochenende zum Einstiegen gemeinsam machen und dann 4 Samstage, immer einer im Monat. Ah, dann ist es nicht so stressig. Und das heißt, von Monat zu Monat kann ich mich dann üben in der Anwendung und kann dann quasi aus dem Folgekurs oder aus dem Ergänzungskurs dann immer wieder meine Erfahrungen einbringen, eventuell Korrektur, aha, da bin ich ein bisschen in eine andere Richtung abgeglitten. So ist das zu verstehen. Ja. Und wann beginnt's? Das beginnt in Bern beginnt es im September und in Zürich im Oktober. Das hat den Vorteil, dass wenn man mal einen Monat nicht kann, schon einen Samstag verplant hat, kann man dann auch im Parallelkurs das nachholen. Das Ziel der Ausbildung ist, dass ich mich selber behandeln kann, aber natürlich auch meine Liebsten. Ich kann das auch, wenn ich therapeutisch schon arbeite, nachher einbauen in meine Therapieausbildung. Oder man ist nachher auch zugelassen zum Matrix Live Pro, wo man dann lernt, wie coache ich selber, wie kann ich selber nachher... Wie man dann das quasi ausbilden kann, dass die Leute dieses Matrixen erlernen. Ja. Und natürlich geht es auch Betrieb, Kollege hat, was weiß ich, irgendeinen Schmerz, irgendein Problem. Kopfschmerzen. Dann kann man natürlich mit der Methode, und wir haben das jetzt schon oftmals gehört hier, das ganze Quantenthema läuft ziemlich auf uns zu. Ne? Das ist eine ganz irre Thematik geworden in allen Bereichen. Ich hatte den Dr. Michael König vor nicht allzu langer Zeit im Studio. Wir haben eine Sendung aufgezeichnet und er sagte als Kernaussage, in 10 Jahren wird sich unsere Medizin so verändern, dass wir nichts mehr haben, wie es heute ist. Weil diese ganzen Frequenz-, Schwingungsthematiken, die Quantenthematiken kommen immer mehr auf uns zu. Das können wir einfach nicht wegstellen, da müssen wir einfach hinschauen. Ja, absolut. Und ich bin dafür, dass man das, wenn wir es schon in der Schule nicht gelernt haben, dass wir jetzt das anpacken und das für uns nutzen. Jetzt, wo es da ist. Genau. Ja. Wenn die Zuschauer Interesse haben, müssen sie sich anmelden. Wir blenden noch einmal eine Telefonnummer, haben wir auch. Ja. Genau.
dann, wenn die Anjali spricht, Anjali spricht, die Telefonnummer ein und die Webadresse, notieren Sie sich das, wenn Sie sich dort anmelden wollen. Ich lese da gerade noch mal so einen kurzen Part vor. Die Integralausbildung ist vielschichtig. Sie umfasst sowohl praxisorientiertes theoretisches Wissen wie auch Energie- und Bewusstseinstechniken wie die Anwendung der Zwei-Punkte-Methode und Meditationen für eine innere Zentrierung. Der Schwerpunkt liegt auf der Ausbildung der Selbstkompetenz. Das Fundament sind folgende Bereiche: Hilfe zur Selbsthilfe, Gefühle gehen lassen, Glaubensmuster verändern, alte Prägungen auflösen und eine echte innere Positivität aufbauen. Damit lassen sich alle Lebensbereiche positiv verändern. Dabei spielt das Herz eine zentrale Rolle, wie Anthony de Saint-Exupéry schrieb. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar. Toller Text. Also wie gesagt, anmelden in Zürich oder in Bern. Beide Anmeldemöglichkeiten sind hier drunter. Und die Zuschauer, die nicht über Internet verfügen, die sollten sich die Telefonnummer notieren. Vielleicht habt ihr eine Telefonnummer auf der Seite? Ja, dann haben wir auch. Sagen wir die mal gleich, wahrscheinlich unter Kontakt. Ja. Jawohl. Da oben haben wir sie schon. Die Matrix Lifetel für alle, die telefonisch sich ihren Platz reservieren wollen, die 043 540 47 48. Mhm. Dort können Sie dann auch über Telefon buchen oder wie gesagt über die Website. Aber was noch wichtig ist, die Ausbildung startet mit maximal 12 Leuten. Ich möchte das klein halten, intim halten, dass ich für jeden da sein kann und das ist eine... Das ist sowieso gut, ne? Wenn Seminare nicht zu breit und zu groß werden, dann ist es so Massenveranstaltungscharakter. Genau, und ich sage auch, gerade so was lernen heißt ja immer individuell auch einen korrigieren können oder mit einem üben können oder so. Tun sich die Menschen eigentlich schwer, das anzunehmen? Weil, wie du sagst, in der Schule lernen wir es nicht, oder? Beat, hast du in der Schule irgendwas schon mal gehört von Quanten und Quantenheilung? Und nein, das war natürlich dazu noch nicht das Thema, aber kurz Klammer auf und zu, ich hatte einen Lehrer, der hat Rhythmikunterricht gegeben. Mhm. Wir hatten dazu mal Bilder gemalt und mussten diese Formen betanzen. Und ich habe das unglaublich geliebt, wie der Sport auch. Und in beidem war ich sehr gut. Das hat aber sonst niemandem gefallen, ja. Aber mir schon. Ich wurde dann ja auch Musiker, oder professioneller Musiker. Und das war natürlich schon so, da habe ich schon gecheckt, dass da ganz viele andere Energien gab. Deswegen habe ich auch mit 13, 14 Hermann Hesse gelesen, Siddhartha und astrologische Bücher. Ich wollte mich informieren. Aber vielleicht kurz zu dieser Aussage in der Schule, auch das wird sich ja verändern in der Zukunft. Das ist auch ganz klar. Es braucht einfach viel Zeit und Geduld und Leute, die in diese Stoßrichtung sich engagieren. Aber man sollte nicht vergessen, das wäre auch sehr klug, wenn der Mensch anstatt 5 Tage, 4 Tage arbeiten würde, 1 Tag investiert in seine Persönlichkeitsentwicklung und diese Zeit begünstigerweise versucht, die ganze Familie mit solchen und ähnlichen Themen zu optimieren. Das wäre eigentlich der korrekte Fahrplan, sonst haben wir gar keine Zeit, um uns zu entwickeln, wirklich. Genau, gut zu beachten, wie ist es eigentlich mit Kindern? Ja, ich arbeite gerne mit Kindern. Es kommen auch Kinder zu mir, die werden von den Eltern natürlich gebracht. Ja. Aber mir ist es wichtig, dass ein Kind auch einverstanden ist. Dass ich nehme nur Kinder, die wirklich auch selber kommen wollen. Und das wollen. So, ich meine, natürlich, wenn sie so 14, 15, 16 sind, da ist es schon ideal und möglich. Und ich sage auch immer, je früher, desto besser. Denn alle diese Methoden, die mir jetzt bekannt geworden sind, habe ich das erste Mal davon gehört, vor 5 oder 10 Jahren, sage ich mal so in dem Abstand. Das können natürlich die jungen Menschen von heute, die jetzt, was weiß ich, 16, 17, 18, 20 sind, sofort beginnen und damit natürlich im Leben ganz andere Dinge bewegen können und ganz anderes Verhältnis zu Krankheit zum Beispiel zu bekommen, wie wir das noch gelernt hatten und wie wir das hatten. Bei uns war es ja immer noch klassisch, bist du krank, gehst zum Doktor, hast du gesagt, der Doktor, wenn du ins Knie wirst, dann machen wir eine Salbe drauf. Und man hat gar nicht an diese ganzen Hintergründe gedacht. Wo liegen die Ursachen denn für Krankheiten? Warum kommt der Schmerz da? Und wenn ich ihn da mit einer Salbe bekämpfe, kommt er 3 Wochen später woanders wieder raus. Und alle die Dinge wissen wir heute. Und da sind das natürlich tolle Wege. Es ist im Übrigen noch lustig, dass diese ganze Energiegeschichte begonnen hat, relativ, also richtig zu wachsen, kurz vor der Wirtschaftskrise 2008. Ja. Ah, interessant. Also wir wurden schon vorher mit diesen Energien bestückt, um gewappnet zu sein für diese Menschen, die sich da geöffnet haben. Ja, das hat sich so überlagert. Ja, ja, wird noch verstärkt jetzt.
Wir können von dem Thema gut überleiten und das Thema Quanten ist nicht nur in der Medizin ein Thema, auch in der Physik, auch in der Biologie. Immer wieder gibt es neue Wege. Letzte Woche Freitag habe ich einen Hof vorgestellt in der Nähe von Nunwil. Leider sind wir nicht fertig geworden mit dem Schneiden von dem kleinen Filmbericht, den wir gemacht haben, über diesen wunderbaren Demeterhof, wo ich jedem nur empfehlen kann, wenn Sie die Zeit haben, am 1. Juni, ich blende das gleich nochmal ein, nach dem Beitrag, ist dort eine Hofführung. Jeden Freitag ist der Hofladen offen und jeden Samstag finden Sie den Herrn Schwander vom Biohof in Luzern auf dem Helvetiaplatz auf dem Biomarkt, können dort die tollen Produkte kaufen. Aber jetzt schauen wir uns gerade mal an, wie es denn auf so einem Biohof aussieht und was die da so alles machen.
So, am liebsten wäre ich gleich mal hingefahren und hätte wieder was Leckeres gegessen. Sie wissen, ich habe da einen Faible dafür, für gutes Essen, weil ich sage immer, meine Botschaft für mich war irgendwann mal, für meinen Körper ist das Beste gerade gut genug. Warum? Den brauche ich so 100 Jahre und da muss ich den fit halten, dass er das auch aushält. Sie können das natürlich auch und können das auch live sehen. Und wie gesagt, der Herr Schwander macht eine Hofführung und es ist unglaublich faszinierend. Wir blenden noch mal kurz dieses Thema ein. Hofführung auf dem Biohof Schwander am Sonntag, den 1. Juni in Nunwil-Baldeck. Sie können dort, wie gesagt, von 14 bis 17 Uhr den ganzen Hof kennenlernen, eine Zwiriplatte essen, im Hofladen einkaufen und vieles, vieles mehr. Und wenn Sie da mitmachen wollen, dann melden Sie sich an, entweder unter der Website motisan.ch oder unter Telefon 079 416 61 75. Oder Sie wählen die E-Mail-Adresse priska.deflorin@blowin.ch. Alle, die Internet haben, finden das natürlich auch bei uns auf der Aktuell-Seite. Dort ist die Information zur Hofführung auch eingestellt. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Vergnügen, guten Appetit und tolle Seminarzeit. Wir sehen uns gleich nach der Werbepause wieder. Bis dahin. Alois Irlmeier. Ich seh's ganz deutlich, der Titel einer außergewöhnlichen DVD. Seit Anbeginn der Zeit sind die Menschen von der Zukunft fasziniert. Hellseher, Weissager, Propheten, diese Menschen faszinieren uns mit ihren Ausblicken in eine Welt, die vielleicht noch vor uns ist. Sichern Sie sich jetzt eine aufschlussreiche und außergewöhnliche DVD über das Leben des Propheten Alois Irlmeier. Einer, der von uns war, einer, der zu uns kam und einer, der nie aus sich etwas Besonderes gemacht hat. Jetzt im Shop bei timetodo.ch. So, wir sind wieder zurück. Die Pause ist um. Bei mir heute zu Gast im Studio Anjali Friedli, Matrix Live. Das Thema, was wir vor 4 Wochen schon mal angesprochen haben, dieses Mal ganz neue Dinge, neue Seminarmöglichkeiten, dass Sie das Thema Quanten in allen Bereichen verstehen und vor allen Dingen anwenden lernen und sich unglaubliche Schritte nach vorne verhelfen können. Anjali, DVD gibt es nach wie vor? Ja, die gibt es nach wie vor. Kann man bestellen, entweder im Time-to-Do-Shop oder bei euch auf der Homepage für alle Zuschauer aus Deutschland und aus Österreich. Sie können sie auch bestellen bei Amazon. Ja. Bei Amazon ist sie auch zu haben und wie gesagt, in der Schweiz entweder unter dem Time-to-Do-Shop oder auf der Seite von Matrix Live. Jetzt gibt es ja neben dieser neuen Geschichte, bist du im ganzen Laufe der Zeit, und du hast ja eben schon gesagt, du hast ja die ganzen Voraussetzungen auf eine andere Thematik gekommen, die jetzt auch in eine Seminarform gebracht wird. Um was geht es denn da? Ja, da geht es darum, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich selber finden wollen und auch dann merken, dass die äußere Tätigkeit, die sie beruflich ausüben, nicht alles ist. Mhm. Vielmals treffe ich auf Menschen, die aber dann gar nicht noch nicht so genau wissen, wo liegen eigentlich meine Talente, wozu bin ich in der Welt, was ist meine Aufgabe hier? Ja, und diesen Menschen, ja, du führst das ja schon aus, oder? Ja. Du bist ein Klassiker, kommst aus der Wirtschaft. Es kommt irgendwann, irgendwann stehst du vor dem Punkt, wo du dich selber wieder mal so spiegelst und sagst, was mache ich überhaupt, will ich das überhaupt, bin ich das überhaupt? Mhm. Oder du hattest eine Krise, ich sage immer, Krise ist nichts Negatives, Krise ist ein Reinigungsprozess und das kann eine Partnerschaft gewesen sein, beruflich plötzlich, weil der Arbeitgeber, wo du warst, plötzlich die Flügel müssen strecken oder die Partnerschaft ist auseinandergegangen oder. Mhm. Und dann kommen so Knackpunkte im Leben, wo du sagst, so, und jetzt neu. Ja. Aber was? Genau. Genau das ist der Punkt. Und deshalb mache ich dieses Seminar, das heißt Talent und Begabung. Und da geht es darum, dass jeder Mensch eine Begabung hat. Ich hatte mal an der Uni Bern ein Seminar, das ich besuchen durfte, in der pädagogischen Psychologie. Mhm. Das hieß Intelligenz und Begabung. Und da ist mir wirklich stark hängen geblieben, dass es bewiesen wurde, dass diese Schulintelligenztests
nichts sagen darüber, ob man erfolgreich ist im Leben oder nicht. Absolut. Sie sagen lediglich, ob man den Schulweg einigermaßen gut überstehen wird. Mhm. Aber die Talente, die liegen ja häufig außerhalb von diesen 2%, die die Schule abfragt. Und wir sind so große Wesen mit so vielen verschiedenen Fähigkeiten. Und es sind genau mal 2%, die wir brauchen, um den Schulabschluss zu machen. Die anderen 98% kommt auch zum Beispiel Link im Film. Brache. Ja, war vom Wagenhöfer vor dem Alphabet. 98%, die sind einfach nicht vorhanden, die werden nicht gefragt, außer man hat Rhythmik. Das ist natürlich schön. Ja. Aber er sagt ja auch in diesem Beitrag, glaube ich, 98% der Kinder, die auf diese Welt kommen, sind hochbegabt und nach der Schule sind es noch 2%. Und das sind genau die 2%, die dann den schulischen Abschluss perfekt und super gut durchlaufen. Ja. Für alle anderen ist eigentlich irgendwo wie Sand im Getriebe. Und drauf zu kommen, wo sind meine Talente? Vielmals lebt man ja auch das, wo man Lob dafür bekommt, wo die Eltern sagen, wow, das ist gut, oder die Gesellschaft sagt, ja, da bist du ein toller, ein Wirtschaftsmensch. Hat der Beate irgendwo gesagt, ja, eigentlich so vom Wesen her musisch und Musiker und alles Mögliche und Astrologie, aber wie gesagt, wenn das heute ein Sohn seinem Vater sagt, ich will Astrologe werden, wird er wahrscheinlich sagen, hör auf zu spinnen, weil Elektriker, da weißt du, was du gelernt hast. So ist es, genau. Ist leider so in unserer Welt. Ja. Und die Talente sind aber wichtig, weil das wird auch vielfach nicht verstanden. Ja. Alle Menschen werden mit Talenten ausgestattet, weil man die braucht. Und die würden, wenn sie ihr Talent und ihre Fähigkeit leben, würden die das gesamte Weltgefüge auch eine ganz andere Harmonie bringen. Absolut. Aber da wir als Menschen ja dann meinen, wir wissen es besser, und da muss dann jeder Rechtsanwalt oder Bankdirektor oder Arzt werden, weil das so bei den Müttern und Vätern die Berufe sind, da verdient er gut, da ist er versorgt und so. Ja. Und dann haben wir natürlich Lücken. Ja, und diese Lücken möchte ich schließen. Ja. Ich möchte reingehen in die Thematik, das ist ein Seminar, das sehr praxisorientiert ist, wo dass die Menschen spüren, was liegt mir nicht. Wir haben verschiedene Übungen, die man durchlaufen kann. Wir haben Meditationen, wo man in innere Räume hineingehen kann, Aha-Erlebnisse generieren kann, wo man auch mal sieht, eben, was kommt von meinen Eltern, welche Wünsche, welche sind meine eigenen. Das ist beim Wünschen gar nicht so einfach, das zu unterscheiden. Sind es wirklich meine Wünsche? Oder sind es die, die mir einfach jemand aufgestülpt hat? Ja. Da einfach mal etwas Ordnung. In diesem Wochenende werden wir so Ordnung und Sortieren hineinbringen und dann geht es dann weiter Richtung Talent. Okay, du hast es gesagt, es sind Wochenendseminare, das heißt Zweitagesseminare. Ja. Sie sind, wann beginnen die ersten? Also es gibt jetzt eines in Bern Mitte Juni und es gibt eines Anfangs Juli in Zürich. Und es geht einfach darum, dass wir alle die, die vor so einem Punkt stehen, würde ich sagen, und merken einfach, es verändert sich was. Ich bin nicht mehr zufrieden, ich habe keinen Spaß mehr an meinem Job oder dies und das fängt mir immer mehr an, auf den Kopf zu fallen. Und dann, das sind so die Zeichen, sage ich den Leuten immer, wo man feststellt, okay, jetzt bin ich an der Kreuzung, jetzt muss ich irgendwohin mich entscheiden, was ich jetzt will. Und da ist es natürlich gut, wenn man dann Leute hat, die einen begleiten könnten und wirklich das Talent wieder hochkitzeln, was man wirklich ein ganzes Leben lang weggedrückt hat. Ne? Ja. Das Talent ist ja auch eine Einzigartigkeit. Ja. Das absolut, ist ganz absolut, entscheidend. Ja. Und mit 16 für einen Job sich zu entscheiden, ist psychologische Entwicklung des Menschen völlig falsch. Ja. Man ist noch nicht so gebaut, um den Schritt eigentlich zu tun. Wir werden also systematisch, systemsoldatentechnisch in diesen Prozess gedrückt und der ist eigentlich falsch. Mhm. Wir sehen es ja. Man sieht ja auf der Welt, wenn wir in Harmonie miteinander existieren würden, würden ja viele Dinge, die passieren, gar nicht passieren. Genau. Aber weil wir nicht in der Harmonie sind, weil viele Menschen nicht ihr Lebensweg leben, weil sie woanders reingedrückt werden, die Zwänge, die unsere Gesellschaft uns auferlegt und Menschen, sage ich immer, die Gott mit G-E-L-D buchstabieren. Und wenn natürlich diese Problematiken zusammentreffen, dann haben wir das Ergebnis, was wir heute vielfach haben. Aber ich sehe das Licht am Horizont. Immer mehr Menschen nehmen sich raus und bestehen darauf, ihr Leben zu führen, in der Gesellschaft natürlich, aber ihren eigenen Weg zu gehen und nicht unbedingt dem Massenpfad folgen zu müssen. Mhm. Das ist ja auch so etwas, was immer uns angekündigt wird. Du hast wieder so ein paar interessante Themen rausgeschaut, Beat.
Was kommt denn so die nächsten Tage, Wochen, Monate auf uns zu? Ja gut, da reicht mir die Zeit nicht, aber man kann ja vieles auf meinem Blog lesen. Ja, zum einen vielleicht mal einen herzlichen Dank. Ich bin absolut deiner Meinung. Ich finde das fantastische Ausführung, weil das ist wirklich unglaublich wichtig für die Zukunft. Und wer das auch aus der Politik nicht schnallt, sollte einen anderen Job wählen. Am 1. März, wer sich noch rückbesinnen mag, begann Mars rückläufig zu werden, bis zum 20. Mai. Und ich habe eben gesagt, hat Sonnengetriebe, auch politisch, wirtschaftlich, auch privat, die Dinge gehen nicht so wirklich nach vorne. Im Übrigen, genau an diesem Tag, Mars ist auch ein Kampfplanet, auch alt in der Astrologie der Kriegsplanet, genau an diesem Tag hat Russland ja die Krim annektiert, im Übrigen. Ja. Mhm. Und jetzt seit dem 20. Mai ist Mars wieder direktläufig. Das heißt, es ist eine gute Botschaft für uns alle, juppie, weil die Energien fließen wieder. Wir können wieder das ankurbeln, was wir angefangen haben. Nun geht natürlich der Mars wieder über all diese Gerade in Marktzeichen wieder durchlaufen, wo er rückläufig war. Und das heißt, wir haben bis zum 27. Juli eine Aufarbeitsprozess vor uns, wir hatten seit März, April und bis in den Mai. Insofern kommt aber neue Energie und Durchsetzung und wir können vieles in die neue Stoßrichtung bringen. Das ist mit Sicherheit eine gute Angelegenheit, auch für Operationen, weil das viel gescheiter ist, unter diesen Qualitäten zu operieren. Dann haben wir es heute in ein paar Minuten, oder ist vielleicht schon, 20.40 Uhr, Neumond im Zwilling. Und das wird bedeuten für den nächsten Zyklus, dass ganz viel Kommunikation, also wir werden eine Kommunikationsflut haben auf allen Ebenen, sei es mit den News und so weiter und so fort. Da geht es eben auch um Büroarbeit, um 1000 SMS, E-Mails und so weiter und so fort. Und da ist es angenehm oder richtig, in die Leichtfüßigkeit zu behalten, um nicht alles so wahnsinnig wichtig zu nehmen. Weil das Zwillinghaft ist ein bisschen oberhalb der Erde und nicht immer so wahnsinnig greifbar. In dem Sinne kann man auch mal sagen, okay, ich muss da nicht in die Tiefe gehen, für das ist es ja nicht getan. Aber wir werden natürlich aufgrund dieser Konstellation sehr klug handeln können, im kognitiven, intellektuellen Bereich und auch gute Schlüssellösungen herbeiführen, weil der Neumond ein Neustart ist im Denkzeichen. Das heißt, okay, wir können gut planen, Kreuzworträtsel, Schach spielen, da kommen die guten Strategien. Projekte anfangen. Projekte an in die beginnen, Projekte anmelden, genau, im Matrix Live Seminar. Solche Sachen. Genau die das Dinge. Ist ja das. Neue anmelden, Kommunikation einschreiben, ja, ich will starten. Das ist also mit Sicherheit sehr, sehr harmonisch zu der Zeitqualität. Und das begünstigt natürlich Menschen, die eine, sage ich jetzt mal, flexible, Zwilling ist flexibel, ja, flexible Lösungsorientierung möchten und damit Menschen auch tolle Gespräche führen können, jetzt gerade auch in den kommenden Tagen, weil Merkur, der Planet der Sprache im Sechstel zur Venus, verschönert die Harmonie beim Gespräch. Also man würde am besten mit den Menschen singen als sprechen, ja, das ist wirklich so. Aber das heißt auch, also nochmal ohne Witz auf das Thema Seminare zu kommen, wenn das genau so ist und das so begünstigt, wie du es gerade gesagt hast, ist das die ideale Zeit. Neumond, der Beginn und dann diese Dinge, wo kommuniziert wird, wo viel Informationen über die Sprache weitergegeben werden. Das ist die Wissensvermittlung, ja, der Transport des Wissens und so weiter und so fort. Und da sind wir alle begünstigt, nebst anderen tollen Konstellationen natürlich. Wir gucken gleich nochmal rein, welche Dinge so in der Welt auch noch Einfluss nehmen, wieder auf uns. Und dann können Sie zu Hause das immer ein bisschen verfolgen, ob diese Prognosen eintreffen. Und wenn Sie auf die Website gehen, www.jupiter9.ch, im Blog von Beat Kofmehl, können Sie auch viele Prognosen nachlesen und dann wieder Rückschlüsse. Wenn was eingetroffen ist, sehen Sie es aus dem Blog vorher, da gibt es auch noch immer ein Vermerk, dass man mal sehen kann, wie die Sterne doch Informationen liefern. Aber immer daran denken, nicht die Beeinflussung, die Information ist wichtig, um mein Leben selbst zu entscheiden und selbst zu leben. Das ist das Schönste. Und da kann ich Ihnen auch gleich noch eine kleine Hilfe geben, wenn Sie gutes Essen lieben und Pflanzen, und das denken immer, der Norbert, der isst nur den ganzen Tag. Nee, macht er nicht, aber es kommt gerade so auf mich zu. Und ich gebe immer das weiter, was auf mich zukommt. Ich frage das nicht an, das kriege ich so geschickt und gebe es so weiter. Urs und Rita Hochstrasser waren auch vor nicht allzu langer Zeit bei mir in der Sendung.
Der Rohkostpapst, wie man ihn so scherzhaft gerne nennt, hat ja in Effingen in der Nähe von Zürich ein Lokal jetzt, wo er seine Seminare und andere Veranstaltungen machen kann. Sehr schön übrigens und wie gesagt, für mich faszinierend, eine Küche in einem Restaurant, wo kein Herd drin steht und trotzdem alles wunderbar schmeckt. Kein Herd, alles nur Rohkost. Wahnsinn. Aber toll. Schauen wir uns das nochmal an, für alle, die das einmal kennenlernen wollen. Da haben wir natürlich jetzt die Möglichkeit dran. Urs und Rita Hochstrasser veranstalten den Tag der offenen Tür. Seit dem 12. April ist unser neues Zentrum für Rohkost und Gesundheit in Effingen offiziell eröffnet. Wir haben uns gut eingelebt und bereits die ersten Seminare abgehalten. Am Sonntag, den 1. Juni von 13 bis 18 Uhr ist im Rebstock, wie gesagt in Effingen, Tag der offenen Tür. Damit bieten wir die Möglichkeit, unsere Räumlichkeiten im Rebstock zu besuchen und weitere Informationen über unser Wirken zu erhalten. Es stehen kleine Erfrischungen zur Verfügung in Form eines Fingerfood-Buffets. Es würde uns freuen, wenn Sie möglichst viele Interessierte kurz vorbeischauen. Für Lagerplan und Anreise klicken Sie auf folgenden Link. Da ist dann der Link für die Anreise. Für Besucher mit Auto stehen genügend Parkplätze zur Verfügung. Und wie gesagt, wir können auch da unten noch einmal kurz uns die Website anschauen für alle, die noch nicht drin waren. Ne, das ist sie nicht. Das ist die Website von dem tollen Seminar. Jetzt gucken wir nochmal, warum er es nicht macht. Das ist es aber so ordentlich hier. Er will mich gerade ärgern, aber wir lassen uns nicht ärgern. Ah, der Acrobat Reader funktioniert gerade nicht. Und er fragt mich, ob wir zulassen. Jetzt, liebe Zuschauer, sehen Sie es. Das ist die Homepage von Urs und Rita Hochstrasser, Zentrum für Rohkost und Gesundheit. Hier sehen Sie auch oben links den Rebstock in Effingen. Dann gibt es ein ganz fantastisches Kochbuch, ganz tolle Produkte. Zum Beispiel Apfeldicksaft zum Süßen ist auch was ich bis dato nicht kannte. Wenn Sie die Zeit haben und einmal leckere Sachen probieren wollen, dann gehen Sie am Wochenende mal zu dem Urs Hochstrasser und zu der Rita und lassen sich dort verwöhnen und bestellen Sie einen schönen Gruß von mir. Es war super. Es gibt über vieles. Es gibt so unglaublich vieles. Und so ist es ja auch in den ganzen Thematiken, die ich habe in allen Seminaren, wo ich Gast sein kann, wo ich filme und wo ich besuche. Und ich sage, die Leute gehen immer raus und haben so ein Strahlen in den Augen. Und sage ich, genau, das bedeutet den Aufbruch, ne? Die Entscheidung zu treffen, weiterzugehen. Mhm. Und deswegen, wie gesagt, wie heißt das Seminar für Talentfindung oder wie hast du gesagt? Talent und Begabung. Seminar für Talent und Begabung. Das ist ein schöner Titel. Sicher wäre ich noch 20 Jahre jünger, würde ich da auch noch mal hingehen und mal gucken. Es ist schon spät, es lohnt ja alles nicht mehr. Stimmt nicht. Es ist nie zu spät, irgendwas zu beginnen und irgendwas zu machen, was einen fasziniert. Ein anderer Bereich der Faszination, liebe Zuschauer, sind für viele Menschen Autos. Wir waren eingeladen, das 17. Autofest von der Firma Autokunz in Wohlen, der größte Autoimporteur in der Schweiz, zu besuchen, haben uns mal umgeschaut, was es alles gibt und haben auch kurze Gespräche geführt. Schauen Sie mal, was wir dort erlebt haben. Autofest bei Autokunz. Jedes Mal da oder dieses Mal zielsicher? Zielsicher. Sie suchen ein Auto? Nicht unbedingt, nein. Aber viele da, die schön sind, gell? Ja, ja, nur schön, es hat nur Schönes. So, eher das Großvolumische Ihr Thema oder so mehr das Praktische? Gern Großvolumen, aber im Kanton Zürich nicht bezahlbar. Leider, leider. Aber wir haben ja die Chance, dass es in der Zukunft etwas besser wird. Denn Sie wollen ja neue Motorentechnologien, wo dann die Steuern wieder billiger werden sollen. Glauben Sie daran? So ein Auto mit 1400 Kubik? Nein, danke. Nein, nein, definitiv nein. Ich sage auch nicht, das große Auto, das Brubbeln muss man auch hören. Das muss auch ein bisschen im Hintern. Muss im Portemonnaie wehtun, wenn man Gas gibt. Das ist auch eine Einstellung. Dankeschön, viel, viel Vergnügen noch und allzeit gute Fahrt. Ja, danke, ebenso. Dankeschön.
Wir sind heute hier am Samstag, den 3. Mai in Wohlen beim 17. Autofest von der Firma Auto Kunz AG. Fantastisch viele Autos bei mir. Kevin Breitschmidt, der stellvertretende Geschäftsleiter, ihn wollen wir mal fragen, wo das Ganze herkommt, warum Autofest. Kevin, toller Anlass, viele Leute, vor allen Dingen noch viele Autos. Definitiv, ja. Macht ihr das schon eine Weile? Wo kommt der Anlass her? Also es macht ja eigentlich jede Garage im Frühling eine Ausstellung und wir haben eigentlich schon seit sehr langer Zeit haben wir das ein bisschen verschoben und machen das einfach immer am 1. Mai Wochenende. Und dann ist das noch einfach gewachsen halt, ja. Es sind ja unglaublich viele Premium-Fahrzeuge auf dem Hof, alle Marken. Ich habe mal durchgezählt, wir kommen sogar über 40 mittlerweile. Marken? Okay, habe ich selber nicht gewusst. Sehe ich noch. Doch, es ist, weil man natürlich auch so Luxuskarossen wie Bentley, Ferrari und so, der neue Jaguar, schönes Auto. Was ist denn so das meiste nachgefragte im Moment? Das ist ganz schwierig, da ändert es von Stunde zu Stunde. Ja. Also wir haben im Moment einen Haufen Jaguar XF, die sehr gefragt sind. Mustang wird gerade sehr viel gefahren. Ein Mazda CX-5, den wir hin und her chauffieren. Also ganz viele verschiedene Modelle. Also das heißt, der Zuschauer kann sich beim Auto Kunz nach wie vor aus einer riesig breiten Palette alle Autos raussuchen und hat Spezialkonditionen. Ich höre dein Telefon, rappelt schon wieder, mal will was von dir. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du 2 Minuten Zeit hattest. Viel Erfolg weiterhin beim Autofest. Dankeschön. Tschüss. Und jetzt sehen wir, da hat sich schon jemand in ein Auto verliebt. Das ist aber lieb, wenn ich Sie mal was fragen darf. Auto Kunz, 17. Autofest. Kommen Sie öfter hierher oder sind Sie zum ersten Mal da? Zweite Mal, ja. Und in der Zielrichtung ein Auto zu finden? Ja, eigentlich schon das erste Auto. Und das scheint aber schon gut zu passen, oder? Ja, es passt schon gut. Vielen, vielen Dank, dass Sie Fragen beantwortet haben. Alles, alles Gute Ihnen und viel Spaß und allzeit gute Fahrt. Dankeschön. Liebe Zuschauer, was will man noch mehr? Informationen über Heilung, über geistige Aufrichtung, über das Finden unserer Talente, gutes Essen, ob Rohkost oder direkt vom Bauernhof, Informationen, was uns die Planeten sagen und dann noch ein tolles Auto dazu. Das war doch fast wieder eine gelungene Sendung heute. Mehr Informationen kann man ja nicht mehr zur Verfügung stellen, oder? Aber ich wollte noch mal zurückkommen zu dir. Beat, wir haben auch noch so ein paar Themen so aus der ganzen Welt. Hast du schon mal so drüber geschaut? Ukraine entwickelt sich ja nicht so toll. Man hört jeden Tag, dass es Dollar und Dollar wird mit der Rumschießerei dort. Und wie sieht's aus? Wird es zur Ruhe kommen oder wird es eher schwieriger? Nein, es wird sich schon verbessern, aber es braucht einfach ganz klar seine Zeit. Ich sehe da im Herbst auch noch einen großen Impact. Wichtig wird einfach die Zeitphase zwischen dem, sag ich's mal, 20., 27., 6. da. Ja. Da ist der Mars eben direktläufig, dann kann er seine Energie wirklich entfalten, geht da in einen disharmonischen Aspekt und das kann schon sein, weil es wären da viele Staaten mit dieser Aspektur
nicht so wirklich begünstigt. Also könnte schon noch etwas auf uns zukommen, das wie quasi verspätet vom April über den Mai, über den Juni transportiert wird, weil es so viel eigentlich kocht unter der Erde sozusagen. Und das kann schon sein, dass also kurzfristig nochmal die Lanzen richtig gewetzt werden. Aber langfristig, denke ich, ist einfach Europa das große wichtige Thema. Die Russen und die Chinesen haben es uns ja schon vorgemacht. Sie haben zum perfekten Zeitpunkt den Major Deal gemacht, oder? Über eine 400 Milliarden Dollar Summe mit Gas-Öl-Leitungen. Also das auch am absolut besten Zeitpunkt. Und das bedeutet einfach, dass Amerika langsam aber sicher hinten abfällt, so wie auch die Straßen und die Brücken in Amerika. Es ist ja kein Zustand mehr. Leider, dafür ja. Ist einfach NSA bigger denn je. Also das ist natürlich völlig realitätsverzerrend. Und das bedeutet einfach, dass da langsam aber sicher die Amerikaner sich große Fragezeichen anschreiben müssen, wo geht die Reise hin, weil der Dollar wird sich natürlich schwächen. Und das passt nicht vielen Menschen. Also wir haben auch mit dem Abkommen Amerika und Europa, das ist ja ein Riesen-Joke, was die Amerikaner wollen. Das sehen wir auch da in der Astrologie natürlich, die Staatshoroskope, was da alles gemacht wird. Und wir sehen auch beim FED und ebenso natürlich bei der EZB, wo ja am 1.6. Geburtstag hat, da gibt es größere Veränderungen. Also politische, gesellschaftliche Verschiebungen sind wirklich allgegenwärtig, zum Glück unter einer guten Qualität, ja. Aber schlechte Menschen bleiben dann natürlich immer noch schlechte Menschen. Und insofern einfach das Gute für die, die gute Absichten haben, die können das auch durchsetzen. Aber es braucht Zeit, Geduld. Aber wir sind jetzt an einem guten Start. Mhm. Und jetzt grundsätzlich viele Kontakte und ein großer Austausch ist der aktuelle Trend mit dem Neumond. Da sollten wir uns auch in die Kommunikation stürzen und Gutes den anderen mitteilen und vielleicht eben auch harmonische Worte verwenden, wie ich liebe dich und so weiter und so fort. Ja. Sind wir auch wieder beim Thema, ne? Sind wir wieder beim Thema Matrix Live? Ordentlich kommunizieren miteinander, liebevolle Worte verwenden. Man hört ja viel im Moment mit neuer Kommunikationskultur und so, auch da wird ja dran gearbeitet und diese ganzen Entwicklungen. Also ich kann nur empfehlen, den Zuschauern, wenn sie sich die Zeit nehmen können, machen sie das, weil sie werden unglaubliche Veränderungen feststellen bei ihnen. Es ist nun mal eine neue Geschichte und viele neue Dinge müssen erst bei uns ein bisschen in die Gewohnheit kommen. Und wenn wir daran gewohnt sind, dann kann es irgendwann jeder. Aber wenn wir diese Thematiken, ob Quantenheilung oder ob mit den anderen Bereichen in der Quantenforschung umgegangen wird, dort können wir uns weiterentwickeln, weil das macht, glaube ich, 96% unseres Lebens aus. Ne? Die, wo wir nicht sehen, nicht anfassen können. Und nochmals vielen Dank, Beat, wieder für die tollen Prognosen. Danke dir für den Besuch, Anjali. War toll, wieder von Matrix Live Neues zu hören, die neuen Seminare vorzustellen. Sie haben alles gesehen. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an Time to Do wenden. Die Websites beide finden Sie wie immer unter unserer Einblendung auf unserem YouTube-Kanal. Stehen alle Links drauf und natürlich auch, wo Sie die Seminare und so buchen können. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, es war wieder eine interessante Sendung. Suchen Sie sich einen tollen Termin aus, essen Sie gut, genießen Sie das Leben, haben Sie einen schönen Abend und eine wunderbare Nacht. Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.